Hallo liebe Bücherfreunde, mein Name ist Anni und nachdem ich im April wahnsinnig viele Bücher gelesen habe, habe ich heute meine Top 5 aus diesem Monat für euch. Die meisten davon werdet ihr wahrscheinlich schon gesehen haben, jedenfalls wenn ihr alle meine Magical Readathon Vlogs verfolgt habt. Da ich aber nicht davon ausgehe, dass das jeder tut und ich eben auch noch ein paar andere Bücher habe, haben wir heute die Top 5 zusammengefasst und nachdem ich das im März vergessen habe, werfen wir auch dieses Mal wieder einen Blick auf meine Lesestatistiken in Storygraph. Wir fangen aber an mit Platz 5 aus dem April und das ist Seitenwechsel von Nella Larsen. Das ist ein kurzer Klassiker, der wirklich wahnsinnig spannend ist, weil er sehr viel unerzählt lässt, vor allen Dingen am Ende und gleichzeitig auch eine wahnsinnig spannende Protagonistin im Vordergrund hat. Denn es geht um Irene. Irene ist eine schwarze Frau, die allerdings als weiß durchgehen kann, was sie nicht in ihrem Leben aktiv tut, sondern nur unbewusst in Kauf nimmt oder bewusst in Kauf nimmt, aber unabsichtlich macht, wenn sie zum Beispiel in der Stadt einkaufen geht. Und sie trifft auf eine alte Bekannte aus ihrer Jugend, denn sie trifft auf Claire. Claire ist ebenfalls eine schwarze Frau, die als weiß durchgehen kann und das auch tatsächlich aktiv tut. Die hat sich nämlich ein Leben aufgebaut mit einem weißen Mann, der nicht ahnt, dass seine Frau eigentlich eine Schwarze ist und der darüber hinaus auch extrem rassistisch ist. Claire trifft also auf Irene, wird, glaube ich, damit so ein bisschen an ihr Leben früher erinnert und nimmt immer wieder Kontakt zu ihr auf, wird eine gute Freundin der Familie und zeigt damit Irene sehr viel darüber, was außerhalb ihres eigenen Lebens passiert. Sie hat ein sehr zwiespältiges Verhältnis zu Claire, denn die ist jemand, die hat sich schon immer alles genommen, was sie wollte. Sie hat auch so eine Haltung, die irgendwo zeigt, dass sie davon ausgeht, dass das funktionieren wird, was natürlich wahnsinnig schwierig sein kann. Wir lesen das Ganze aus Irenes Perspektive, die super selbstkritisch ist, sehr offen mit ihren eigenen Gefühlen und Gedanken ist, aber gleichzeitig ist sie eben auch nicht die zuverlässigste Erzählerin, wie wir dann im Verlauf des Buchs einfach merken. Es ist wirklich ein super kurzes Buch. Es hat keine 200 Seiten, doch etwas mehr über 200 Seiten, weil aber auch noch ein bisschen Einordnung des Buchs hier in dieser schönen Ausgabe drin ist und das hat mich tatsächlich sehr überzeugt. Auf dem vierten Platz ist ein Hörbuch, nämlich Kleine Probleme von Nele Polacek. Und das ist ein Buch, das mich auf der einen Seite während des gesamten Hörerlebnisses unfassbar gestresst hat, so sehr, dass ich es eigentlich kaum genießen konnte, gleichzeitig ist es aber ein Buch, das richtig reingeht und das mir auch wahnsinnig viel vor Augen geführt hat. Denn es geht um einen Silvestertag und es geht um Lars, der ein sehr unerfolgreicher Schriftsteller ist, der seit Jahrzehnten versucht, den großen neuen Roman zu schreiben, der in seinem Haus alleine ist, denn, wie wir über den Verlauf des Buchs herausfinden, seine Frau ist im Moment außer Landes, unter anderem, weil sie es nicht mehr wirklich mit Lars ausgehalten hat. Lars kann nichts beenden. Lars kriegt seinen Hintern nicht hoch, er schafft es nicht, auch nur kleinste To-Dos abzuarbeiten. Lars redet wahnsinnig viel darüber, was er tun will und er tut fast nichts. Und jetzt ist Silvester und er hat den großen Plan, heute sein Leben in Ordnung zu bringen, heute seine To-Do-Liste abzuarbeiten, heute seiner Familie zu zeigen, dass er sich ändern kann, dass er viel, viel mehr schaffen kann, dass er bereit ist einzugestehen, dass er auf dem falschen Weg unterwegs ist. Und dann tut Lars das. Und dann widmet er sich seiner To-Do-Liste, auf der ganz banale Dinge draufstehen, auf der ganz große Dinge draufstehen. Er beginnt damit, ein Bett für seine Tochter aufzubauen, mit so einem Bausatz, der ihn ans Verzweifeln bringt. Und man ist die ganze Zeit in seinem Kopf und sieht, welche Umwege seine Gedanken nehmen, wie oft er einfach abschweift, wie oft er sich in Gedanken verliert, wie er diese ganzen kleinen Nupsis der Bauanleitung benennen könnte und wie eigentlich im großen Kosmos der Welt diese Dinge repräsentieren, wie alles miteinander funktioniert. Und ich hätte ihn das ganze Buch konstant schütteln können. Ich hätte am liebsten hinter ihm hergelaufen, ich wäre am liebsten hinter ihm hergelaufen, hätte ihm die ganze Zeit gesagt, mach, 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 weil
Ich kann auch gut prokrastinieren, aber mich stressen To-Do-Listen unfassbar und ich mag es einfach, sie abzuhaken und ihm dabei zuzusehen, wie er sich andauernd in seinem Kopf verliert oder in Erkenntnissen, die er irgendwann mal gewonnen hat, verliert, war so unfassbar stressig. Es ist echt hart, aber im Kern ist es so schmerzhaft, Lars dabei zuzusehen, wie er versteht, wo sein Leben tatsächlich falsch abgebogen ist, wo er Fehler gemacht hat, wo er zu sehr auf sich selbst geschaut hat und nicht auf seine Familie und seine Frau oder seine Partnerin, die beiden sind nicht verheiratet. Das ging richtig ans Herz und dieses Ende, das hat mich maximal berührt. Von daher ist das zum Glück ein kurzes Buch. Das heißt, die stressige Zeit, die ich beim Hören erlebt habe, die hatte irgendwann sein Ende, ihr Ende. Aber es ist richtig gut. Also man muss sich da drauf einlassen, dass es einen selber an unangenehme Gewohnheiten erinnert. Aber es berührt einen dann auch echt sehr. Auf Platz 3 ist Murder on the Safari Star. Das habe ich für den Magical Readathon gelesen und richtig geliebt. Das ist mein Lieblingsteil der Adventures on Train Serie von M.G. Leonard und Sam Setchman. Es geht um Hal, es geht um Harrison Beck, der Hal genannt wird und der ein weiteres Mal mit seinem Onkel Ned eine Zugfahrt antritt, dieses Mal auf dem Safari Star. Und dieses Mal gibt es einen Mord. Und der ist wirklich ziemlich tricky. Das heißt, der größte Teil der Bewunderung, die ich für dieses Buch empfinde, kommt tatsächlich von einer erwachsenen Leserin, die zwar bestimmte Vibes zu Figuren gespürt hat und auch Ideen hatte, was passiert sein könnte, aber am Ende des Tages keine Ahnung, wie das Ganze so zusammengekommen ist. Und es macht wahnsinnig viel Spaß, diese Serie zu lesen, weil Hal ein wirklich echter 12-Jähriger ist, der richtig dumme Sachen macht und gleichzeitig so liebenswert und so klug ist und so ein Talent hat fürs Zeichnen, denn das ist ein Buch, in dem regelmäßig Szenen illustriert sind, damit man als Leser auch weiß, was Hal so entdeckt und vielleicht miträtseln kann, weil er diese Zeichnung meistens nutzt, um Tatorte zu ermitteln oder wo wer gewesen ist in einer Situation. Ein richtig, richtig schönes Buch, eine ganz, ganz tolle Serie, die ich euch wärmstens empfehlen kann. Der erste Teil wird auf Deutsch übersetzt und ich hoffe, das geht auch dann mit den weiteren Teilen so. Auf dem zweiten Platz ist Light from Uncommon Stars. Ich dachte sehr, sehr lange diesen Monat, dass das mein Lesehighlight wird, aber wir sehen gleich, es wurde kurz vor knapp noch verdrängt. Light from Uncommon Stars ist ein Science-Fiction-Buch, es ist aber auch irgendwie ein Fantasy-Buch. Es ist ganz, ganz, ganz viel, es lässt sich überhaupt nicht gut in Boxen zusammenfassen. Es geht um Katrina. Katrina ist ein Trans-Mädchen mit einem unfassbaren Talent für die Geige. Sie ist allerdings von zu Hause weggelaufen, lebt im Moment bei einem alten Bekannten und seiner WG, in der sie nicht gut behandelt wird. Und sie trifft auf Shizuka. Shizuka ist eine Geigenlehrerin. Sie hat einen ganz bestimmten Ruf in der Geigenwelt, der sehr nah am Kern der Wahrheit ist. Denn sie hat ihre Seele verkauft und sie wird ihre Seele nur dann zurückbekommen und nicht für immer und ewig in der Hölle schmoren, wenn sie es schafft, in 7 Jahren 7 außergewöhnliche Talente zu finden und deren Seelen an einen Dämonen zu verkaufen im Austausch gegen ihre eigene Seele. Sie hat 6 Seelen verkauft. Sie trifft auf Katrina und sie soll ihre 7. Seele werden. Allerdings ist Katrina tatsächlich komplett anders als die Geigentalente, die Shizuka in der Vergangenheit gefunden hat. Und so entspinnt sich zwischen den beiden eine ganz besondere Beziehung. Aber hier hört die Geschichte nicht auf. Das war der Fantasy-Teil, weil so Dämonen und Seele verkaufen und so für mich mehr ins Fantasy-Genre gehört. Aber es gibt eben auch diesen Science-Fiction-Teil, denn wir treffen auf Lan. Lan ist ein Alien. Sie hat ihre Familie auf die Erde gebracht, denn auf ihrem eigenen Planeten gibt es eine Endplage, die möglicherweise auch irgendwann die Erde treffen wird, aber sie wollte ihre Familie in Sicherheit bringen und ist jetzt hier, hat einen Donutladen übernommen, verkauft also Donuts, richtet gleichzeitig eine Art Raumhafen ein. Das war so ihr Grund, um eine Ausreisegenehmigung zu bekommen. Und Lan trifft auf Shizuka. Die beiden verbindet irgendwie nichts und irgendwie doch sehr, sehr viel. Sie verbringen auf jeden Fall sehr viel Zeit miteinander und finden in der jeweils anderen sehr, sehr viel über das, was sie suchen oder gar nicht wussten, dass sie es gesucht haben. Und die Absurdität, dass Lan tatsächlich gar nicht wirklich hinterm Busch hält, dass sie ein Alien ist und wahnsinnig faszinierende Gadgets dabei hat, mit denen sie Sachen tun kann,
das bringt wahnsinnig viel Humor in dieses Buch, denn Katrinas Sicht ist schmerzhaft. Sie hat unfassbare Traumata erlebt und kann auch die Sicherheit, die sie jetzt scheinbar gefunden hat, nicht wirklich glauben. Das heißt, wir switchen hier dauernd zwischen sehr unterschiedlichen Lesestimmungen, wir switchen zwischen sehr unterschiedlichen Erzählsträngen. Alle Figuren sind aber wahnsinnig gut ausgearbeitet. Wir haben zum Beispiel auch Shizukas Haushälterin Astrid. Wir treffen auf eine nicht Geigenbauerin, aber eine Geigenexpertin, die quasi Reparaturen vornehmen kann. Und da gibt es eine wahnsinnig spannende Geschichte über die Vergangenheit. Und so ist das irgendwie eine absolut wilde Fahrt, die wahnsinnig gut war. Also ein richtig, richtig, richtig gutes Buch. Auch das gibt es auf Deutsch. Ich habe es aber auf Englisch gelesen, weil es in dieser ersten Übersetzung auf Deutsch wohl einige unsensible Übersetzungen gab im Hinblick vor allen Dingen auf Katrinas Transness. Da soll aber dran gearbeitet werden, von daher haltet da vielleicht die Augen offen. Es lässt sich aber auch wirklich wahnsinnig gut auf Englisch lesen und ist nur deshalb nicht mein Lesehighlight, weil ich am 30. April Little Thieves beendet habe von Margaret Owen. Ich habe Ende März ein Video gemacht, in dem ich die ersten Kapitel von vielen Büchern auf meinem Sub gelesen habe und hier hat das erste Kapitel als einziges 5 Sterne bekommen und ich bin so mega hyped, dass das Buch in Summe eine glatte 5-Sterne-Bewertung bekommen hat, weil es mir wahnsinnig viel Spaß gemacht hat. Ich möchte nicht zu viel darüber erzählen, weil es kommt noch ein Video, in dem ich dieses Buch und andere lese und dann noch ein bisschen ausführlicher darüber spreche, aber ich möchte zusammenfassen, worum es geht und warum es mir so gefallen hat. Es geht um ein Retelling des Märchens Der Gänsemarkt. Hier geht es um Vanya. Vanya wurde als kleines Mädchen an 2 niedere Gottheiten übergeben. Diese sind ihre Patentanten, haben sie über einige Jahre erzogen und haben sie dann als Dienstmagd an eine adlige Familie übergeben. Und im Prinzip beginnt ab da eine sehr schmerzhafte und gewaltvolle und sehr niederdrückende Kindheit und Jugend für Vanya. Denn sie glaubt sehr lange, dass sie mit der Tochter der adligen Giselle sehr gut befreundet ist, stellt aber irgendwann fest, dass sie eben eigentlich nicht viel wert ist und Giselle beschützt sie auch nicht vor den Grausamkeiten ihrer Familie. Wir treffen Vanya allerdings in der aktuellen Zeit, in der sie sich als Giselle ausgibt und sie gibt sich ebenfalls als Giselles Dienstmagd aus. Giselle soll nämlich einen weiteren Adligen heiraten, aber bevor es soweit ist, versucht Vanya über sehr geschickte Diebstähle ein Vermögen anzuhäufen, der es ihr ermöglicht, das Land zu verlassen, damit sie nicht einer ihrer Patentanten für den Rest ihres Lebens dienen muss, denn das wartet auf sie. Das allein wäre schon kompliziert genug, allerdings wird Vanya dann verflucht, weil sie von der falschen Familie gestohlen hat, die unter dem Schutz eines anderen Gottes steht. Und diese Göttin, die verflucht sie, sodass sie 2 Wochen Zeit hat, bevor sie sich selber in Diamanten und Edelsteine verwandeln wird, die quasi symbolisieren, dass sie ihrer Gier erlegen ist. Und dann kommt ihr Verlobter aus dem Krieg zurück und möchte innerhalb der nächsten 14 Tage heiraten. Und auch hier scheint so einiges im Verborgenen zu liegen, was aber wahnsinnig viel Gefahr mit sich bringt. Das heißt, Vanya hat keine Zeit mehr. Von allen Seiten droht Gefahr. Sie verliert sich ein bisschen in dem Netz der Lügen, das sie gesponnen hat. Und es ist ein so wahnsinnig faszinierendes Buch. Es ist sehr heisty, das heißt, es geht andauernd um Diebstähle, um Täuschungen. Ich habe da richtige Six of Crows-Vibes gehabt. Ich glaube, deswegen hat das auch so richtig eine Seite in mir zum Klingen gebracht. Es ist eine komplett andere Geschichte, es sind total andere Figuren, die ich aber auch wahnsinnig toll finde. Wir treffen wieder auf Giselle, die natürlich auch noch eine Rolle spielt. Und es gibt ganz viele andere Figuren, die wahnsinnig viel Spaß gemacht haben. Ich habe für das Buch länger gebraucht, als ich gedacht habe. Das ist aber manchmal mit englischen Fantasy-Büchern so. Und trotzdem habe ich jede Seite genossen. Es hat so viel Spaß gemacht, dieses Buch zu lesen. Es ist ein richtiges Lesehighlight und ich freue mich, dass ich Band 2 auf dem Sub habe und da bald weiterlesen werde. Und das waren meine Lesehighlights. Aber jetzt schauen wir uns auch noch die Statistiken an, denn das habe ich im März tatsächlich vergessen, aber wir schauen jetzt nochmal in den April. In Summe habe ich 23 Bücher gelesen, Storygraph sagt, es sind 6122 Seiten und 51,73 Stunden an Hörbüchern mit einer wie immer sehr bunten Mischung an Stimmungen.
Ich frage mich gerade, welches Buch als slow eingeschätzt wurde. Ja, okay. Das Sammeln von Moos, das war tatsächlich sehr langsam. Das ist ein Buch, was man sehr langsam auch nur lesen kann, weil es so dicht an Informationen ist. Ansonsten wie immer zum größten Teil mittelschnelle Bücher. Und in, wie immer auch zum allergrößten Teil Bücher zwischen 300 und 500 Seiten. Ich habe über 500 Seiten tatsächlich drei Bücher gelesen, nämlich Little Thieves, Kaikei und Im Herzen des Imperiums. Und dann waren auch ein paar kurze Bücher dabei. Ja, gut, die Hörbuchlänge ist absolut geteilt, zwischen 8 Stunden und 16 Stunden die Hälfte und ansonsten unter 8 Stunden. Und es sind nur 9% Non-Fiction-Bücher gewesen im April. Das ist sehr wenig, aber grundsätzlich auch total in Ordnung, weil ich von den Non-Fiction-Büchern, die ich gelesen habe, überzeugt bin. Die haben mir viel Freude gemacht. So, hier sehen wir die Genre-Übersicht. Es ist wieder wahnsinnig viel dabei gewesen. Ich sehe da unten Horror. Ich habe nämlich tatsächlich im April das Buch Frankenstein von Mary Shelley als Hörbuch gehört. Ansonsten verteilt es sich sehr über die Genre. Am meisten war Fantasy vertreten. Das finde ich großartig. Fantasy ist ja eines meiner liebsten Genres und ich habe auch wahnsinnig viel Spaß an den Büchern gehabt. Die Tag-Übersicht ist vielleicht nicht ganz so spannend. Ich habe relativ viel für den Magical Readathon gelesen und das auch entsprechend getaggt. Der Lorequest waren Zusatzaufgaben im April. Dann waren 4 Bücher für die 24 für 24 Challenge dabei, bei der sieht es tatsächlich auch richtig, richtig gut aus. Und ein Rory Gilmore Buch, nämlich Frankenstein. Ich habe überwiegend physische Bücher gelesen und ansonsten einige E-Books und 26% Hörbücher. Ich glaube, das ist ein relativ normales Ergebnis. Und 74% auf Deutsch und 26% auf Englisch. Es waren durchschnittlich 3,78 Sterne. Das liegt wie immer daran, dass einige Bücher dabei waren, die nicht so gut waren. Auch die habe ich ja in den Magical Readathon Vlogs schon ein bisschen auseinandergenommen. Das heißt, wir haben hier When in Rome, das war nicht so meins. Und wir haben Bravely. Und dann habe ich noch das Hörbuch Wie die Nacht entrinnt gehört, um die Dreamer-Trilogie von Maggie Stiefvater zu beenden. Das konnte mich leider auch nicht so wirklich abholen. Und das finde ich immer so wahnsinnig spannend, der Verlauf an gelesenen Seiten und gehörten Minuten über den April. Es hat hier einen Tag gegeben, der so richtig ausreißermäßig war. Der 13. April. Was war denn am 13. April, als ich fast 500 Seiten gelesen habe? Weiß ich nicht mehr. Der Monat war wahnsinnig dicht, von daher verschwimmt so langsam, wann ich was gemacht habe, aber ich glaube, in Summe kann ich sagen, der Lesemonat hat viele tolle Leseerlebnisse gebracht, hat mir richtig viel Spaß gemacht. Und an euch natürlich die Frage, welches Buch war für euch im April das absolute Lesehighlight, das ihr vielleicht auch mir empfehlen möchtet, unten in den Kommentaren, da würde ich mich sehr drüber freuen. Dann bleibt mir nur noch zu sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns bald wieder in einem neuen Video und ich verabschiede mich zurück in die Welt der Bücher.